Schweiz, nein, Deutschland, Schland. So, apropos Schland, mich hat ein Paket aus Deutschland erreicht. Ich weiß nicht, ob man das Paket nennen kann oder ob das einfach nur noch eine gigantische Monstrosität ist. Und ich wollte heute mit euch auspacken. Alle möglichen Leute wissen schon, was drin ist und haben es mir nicht gespoilert. Die haben mir alle nur gesagt, dass das ein krankes Paket ist, dass da absolut wilder Shit drin ist. Und ich bin einfach nur so gespannt. Kriege ich das hoch? Ich weiß nicht, ob ich das hochkriege. In Berlin kannst du diese Kiste für 700 Euro vermieten. 700 Euro warm. Guter Preis. Also kurz die Hintergründe. Ich gehöre zur Intel Gaming Alliance. Heißt, es wurde eine Person pro Land auserwählt. Und ich gehöre zum Land Deutschland, was voll die krasse Ehre ist. Und als Ambassador für Deutschland haben sie mir und auch allen anderen Leuten auf der ganzen Welt eines dieser krassen Pakete zugeschickt. Und die Pakete sollen der absolute Shit sein. Also die sollen so richtig personalisiert und so sein. Also nicht einfach irgendein random Merch drin, sondern das soll wohl richtig mit Liebe gemacht haben. Und ich bin so gespannt, was da drin ist. Okay. Die haben mein Logo da reingemacht. Es ist so süß. Ich bin so gespannt, was drin ist. Wir machen das jetzt auf. Es hat so Hochsicherheitsverschlüsse. Okay. Es hat fucking 8 Schnallen, die geöffnet werden müssen. Okay. Dam, 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 dam. Ich krieg den Deckel nicht hoch. Was ist das? Wie cool. Da sind so Kabel drin. Ein Leuchtschild. Ich kann das gar nicht verarbeiten. Wir lesen erstmal den Brief. Da stehen ganz krasse Sachen drin. Ich glaube, ich lese den Brief gleich erst. Wir packen erstmal aus, was drin ist, und dann lesen wir den Brief. Okay, Leute, wir haben Garn ausgepackt. Wir haben Maschinennadeln. Oh! Was ist das denn? Die haben mir eine eigene Nähmaschine geschickt. Oh mein Gott! Wie gut ist das denn? Dankeschön. Mein Name steht da drauf. Wie gut ist das denn? Wie geil sieht die denn bitte schön aus? Oh mein Gott. Ich raste aus. Das ist so cool. Oh, hier ist noch so ein... Diese Karte bestätigt deinen Legendenstatus als Mitglied der Intel Gaming Alliance. Wie cool ist das denn? Das ist so süß, mit so viel Liebe gemacht. Oh mein Gott. Und dieser Koffer ist echt cool. Den behalte ich. Aber wir lesen jetzt erstmal, was in diesem Brief drin steht. Guck dir das an. Hallo Anni. Nun, da du ein vollwertiges Mitglied bist und den Eid der Intel Gaming Alliance abgelegt hast, möchten wir dir für dein Engagement danken. Und wir hoffen, dass du genauso begeistert bist wie wir, wenn du das liest. Als erstes erhältst du eine personalisierte Jacke der Intel Gaming Alliance mit einem speziell für dich reservierten Design. Diese Jacke ist weltweit einzigartig und wir hoffen sehr, dass du sie mit Stolz trägst. Das ist so cool. Das ist so cool. Ich war noch nie Mitglied von irgendeinem Team oder so. Das ist so cool. Und die sieht so gut aus und die passt perfekt. Und die hat eine Tasche am Oberarm. Das ist sick. Und wir halten noch eine weitere Überraschung für dich bereit. Wir wissen, dass du eine begeisterte Cosplayerin bist. Deswegen freuen wir uns, dir eine speziell entwickelte Nähmaschine der Marke IGA anbieten zu können, mit der du von nun an bei der Entwicklung deiner Cosplay-Kostüme eine gute Figur machen wirst. Wir hoffen, dass sie dir gefällt und sind gespannt, wie sie bei deinen Fans ankommt. Ach Gott. In dem Paket ist außerdem eine personalisierte Neonleuchte für dich enthalten, die dir das nötige Licht und nicht zu vergessen eine wirklich coole Kulisse für deine Streams bietet. Und als Gründungsmitglied der Intel Gaming Alliance findest du eine Mitgliedskarte, die dir alle erdenklichen Ehren einbringt. Es gibt nur 16 auf der Welt, also bitte nicht verlieren. Süß. Und das ist noch nicht alles. Wir haben außerdem... Ah, das darf ich, glaube ich, noch nicht vorlesen. Denn das kommt erst bald raus. Schön den NDA wahren. Da kommt nämlich bald was raus, was ziemlich cool ist. Und eigentlich hätte das in diesem Paket sein sollen. Aber das haben sie dann doch nicht mitgeschickt, aber anscheinend bei der Brie. Ach, keine Ahnung. Aber das kommt bald und das zeige ich euch bald. Achtung, das ist so cool. Jetzt seht ihr das. Das ist so cool.
ey, nochmal vielen Dank an Intel, dass sie mir dieses mega coole Paket geschickt haben. Es ist so süß, ich freue mich so auf die Nähmaschine. Die probieren wir sofort aus, sobald wir wieder am Cosplay-Arbeiten sind. Krass, also das hätte ich nicht erwartet. Mir wurde gesagt, dass es ein cooles Paket ist, aber wie cool das Paket ist, weiß ich nicht. Und es fehlt ja auch noch eine große Sache, die im Paket sein sollte, aber dessen Release sich ein bisschen verspätet. Danke auf jeden Fall an Intel. Ich bin sehr gespannt, was da alles noch Cooles passieren wird mit euch. Und das ist, glaube ich, die coolste Partnerschaft, die ich je gemacht habe. Und ihr seid so nett und die sind so süß. Und die sind bei allen Sachen, wo ich bisher gewesen bin, waren die immer so, ach, entspann dich, es ist alles gut, wir haben Zeit. Hier ist noch ein bisschen vegetarische Hackfleischbällchen und keine Ahnung, Mann. Einfach todeslieb die Leute und voll freundlich und ja, das ist echt cool gewesen. Irgendwann später. Unboxing. Das war ja noch. Also, ihr erinnert euch eventuell, wahrscheinlich vielleicht, dass ich letztens ein sehr, sehr, sehr großes Paket von Intel bekommen habe, wo ich gesagt habe, dass da noch eine Sache drin fehlt. Und die Sache kam jetzt an. Und die packen wir jetzt aus. Ach, komm schon. Das ist der Intel Nook. Der Intel Nook ist ein ganz kleiner PC. Die haben es in so einer coolen Box geschickt. Bereit? Wie cool ist das denn, bitte schön, diese Box? Da ist er. Ein kleiner, also ein winziger PC. Aber der soll richtig gut sein. Oh Gott. Schaut euch dieses Baby an. Das ist so klein. Das ist richtig, richtig cool. Und ich habe hier, glaube ich, ein paar Spezifikationen. Okay, es gibt quasi zwei mit einem Intel Core i7 12700 und einen mit einem i5 12500. Der Unterschied zwischen den beiden mit dem i7 ist einfach nur, dass der eine 16 GB RAM hat und der andere 12 GB RAM hat. Heißt, hier ist ein Intel Core i7 12700 und die GPU ist eine Intel Arc A770M mit 16 GB GDDR 6 VRAM. Nice. Es hat die Intel Killer Wi-Fi, das finde ich gut. Und personalisierter Totenkopf- und Schlangenlogo mit Masken und Vertikalständer. Das ist nämlich richtig cool. Also man kann ihn entweder quasi so stellen oder man kann ihn auch so legen. Und imagine, wie sexy das aussieht, wenn du das einfach so auf dem Tisch stehen hast. Hier der Bildschirm dran. Und es kann einfach auf dem Tisch stehen und du hast keinen, also nothing. Wie geil. Ist das ein Gaming-PC? Ja. Der ist fürs Gaming gedacht. Pretty sexy. Und man kann hier diese Schrauben muss man öffnen und dann kann man sich da so ein Design draufpacken. So sieht das Ganze dann aus. Und man kann sich sogar auf der Website eigene Designs machen. Das klingt jetzt so blöd, ja? Aber die Schrauben, damit du das festschraubst, die kannst du nicht rausnehmen. Du musst dir damit keinen Stress machen, dass du die Schrauben ständig verlierst. Das heißt, du kannst einfach aufschrauben und die bleiben einfach drin. Also es ist so eine Kleinigkeit, aber es macht es einfach chilliger. Also so sieht das Ganze dann von innen aus. Heißt, du hast dann noch das Logo, was du drauf projizieren kannst. Ich habe jetzt hier diese Schlange da drin liegen. Das könnte man aber auch tauschen gegen den Totenkopf zum Beispiel. Und dann muss da eigentlich eine andere Abdeckung, glaube ich, sein. Bin ich blöd? Da kommt gar kein anderes drauf. Seht ihr das? Das ist schon so durchlässig für Licht. Hier sieht man das. Das ist so ein bisschen anders. Ich schraube das mal kurz wieder fest. Ja, erstmal danke Intel fürs Zuschicken. Ich werde berichten, wie der ist. Vor allem, ob der auch so streaming-tauglich ist, ne? Wir nehmen ihn jetzt mal mit nach Deutschland Anfang November. Und dann werden wir sehen, ob ein Stream davon läuft. Und ob das Ding zwei Bildschirme und über eine HDMI angeschlossene Kamera packt und halt die Auslastung von Stream und Video Ninja und was weiß ich nicht alles, ob es das aushält oder nicht. Das wäre ja sehr cool. Werden sehen. Ich freue mich. Hier haben wir noch mal ein paar Sachen für alle Leute, die sich noch für ein paar mehr technische Spezifikationen entscheiden. Also, das Ding ist fürs Streamen, fürs Editieren, also auch für Videobearbeitung, Videoschnitt und so weiter, fürs Aufnehmen von Gaming-Aufnahmen oder was auch immer, fürs Surfen und fürs Zocken gedacht. Hat einen super schnellen Ethernet-Anschluss und auch einen super schnellen Wi-Fi-Anschluss und Bluetooth. Zweimal Thunderbolt, zweimal DisplayPort, einmal HDMI. Sehr kompakt. 230x180x60mm. Wie siehst du, das da reingeschrieben haben. Ideal für zu Hause, zum Arbeiten, für LAN-Partys, Streaming-Setups mit zwei PCs oder für wechselnde Streaming-Orte. Zum Beispiel, wenn man zwischen Madeira und Deutschland hin und her reist. Süß!
Dann noch was zur Grafikpower. Die neue Intel Arc-Grafikeinheit ist verbaut, unterstützt DirectX 12 Ultimate und somit Raytracing und neueste Shading-Technologien. Nice. Mehr FPS dank Intel Xe Super Sampling. Nice. Mehr Performance und Effizienz dank Deep Link. Cool, also wenn man den Intel-Prozessor mit der Intel-Grafikkarte kombiniert, dann ist es wohl so ein richtiges so, yes. Mehr Jungfraumann und Blaubauschbube vereint. Der Preis aber, ich finde, das ist ein fairer Preis dafür, dass du so viel Leistung in so einem auch kompakten Gerät hast. Ne? Also, es ist halt ein Mini-PC, ne? Deswegen, also, ja, teuer, aber es ist halt fucking Technik. Ich weiß nicht, ob du mal die Technikpreise gecheckt hast, aber es ist alles unendlich teuer. Und ich finde, für das, was du kriegst, ist es ein guter Preis. Du hast halt einen komplett zusammengestellten PC, den du sogar noch konfigurieren kannst, den du super easy mitnehmen kannst, der für Gaming, fürs Editieren, für Streaming und so weiter geeignet ist. Also wenn du sagst, keine Ahnung, ich bin Video, also ich schneide Videos und muss dafür halt öfter auch mal am Set aufbauen oder halt unterwegs noch mich irgendwie aufbauen können mit Bildschirm und so weiter. Und ich habe halt keinen Bock auf Laptops, weil Laptops immer ein bisschen Pain sind, finde ich. Dann ist es schon eine echt coole Sache, wenn du sagst, ich bin super viel auf LAN-Partys und unterwegs mit meinem PC und will da trotzdem irgendwie cool zocken können. Dann ist das halt eine coole Sache, wenn du Streamer bist, der wie ich zwischen Deutschland und Madeira hin und her pendelt. Ich habe schon mal versucht, mir Laptop-Setup zu machen, das ist echt schwierig. Und damit packst du es halt in einen Koffer, packst da zwei Bildschirme rein, Maus, Tastatur, Kamera, ein Stativ vielleicht, ein bisschen was an Kabeln und du bist mit einem ziemlich High-Quality-Setup sehr kompakt unterwegs. So, das ist das Coole an diesem PC. Aber es ist sehr cool. Na gut, Leute, das war's auf jeden Fall mit meinem kleinen Unboxing zu diesem hübschen Ding. Und ich werde das jetzt demnächst mal einmal aufbauen und testen und hoffentlich Anfang November in Deutschland für einen Unterwegs-Stream testen. Ja, sehr cooles Ding. Das freut mich sehr. Die wichtigste Frage, schafft der TFT? Ich hoffe.